Torwart Alexander Nübel vom Bundesligisten Schalke 04 ist nach der roten Karte für seine Notbremse vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB für 2 Spiele gesperrt worden. Nübel war in der 59. Minute des Bundesligaspiels gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag von Schiedsrichter Marco Fritz Korb des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Der Hamburger Gotoku Sakai wurde ebenfalls für 2 Partien wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt. Sakai war in der 11. Minute des Zweitligaspiels bei Arminia Bielefeld am Samstag von Schiedsrichter Daniel Siewert Berlin des Feldes verwiesen worden. Auch dieses Urteil ist rechtskräftig. Bochums Silva Ganvula wurde vom Sportgericht ebenfalls für 2 Spiele aus dem Verkehr gezogen. Ihm wurde eine Tätlichkeit zur Last gelegt, außerdem wurde eine Geldstrafe von 3.000 Euro verhängt. Ganvula war in der 84. Minute des Zweitligaspiels beim SV Sandhausen am Sonntag von Schiedsrichter Robert Schröder, Hannover, vom Platz gestellt worden. Auch an diesem Urteil gibt es nichts zu rütteln.